So, Jimmy. Dann geh pennen. Hast du jetzt verdient. Hast du schön gemacht. Schon mal eiskalt vor. Was haben wir jetzt hier? Krafttraining machen, oder? Oh, das können wir machen. Haushalt, Besitzer, Waschbecken putzen. Können wir auch machen. Mit Jamie treffen. Yippie-yay. Aber sowas von machen wir das. Aber sowas von. Und zwar machst du das. Wie geht's dir so? Ja, passt schon. Das machst du morgen nämlich direkt nach dem Aufstehen. Und zwar, nein, nicht aufwecken. Aufwecken ist doch doof. Schlafen jetzt alle? Ah, eigentlich schon, ne? Dann, pass auf. Spulen wir mal vor. Lalalala. Huch, ich will doch gar nicht hier weg, hallo? Zoom wieder ran. Ich will alle sehen. So. Geht doch. Und wir warten, und wir warten. Der Eismann um 4 Uhr morgens, also ernsthaft, das geht gar nicht. Wieso zur Hölle befindet sich ein Eismann um 4 Uhr morgens dort? Ich kann's nicht verstehen. Diese Eismänner heutzutage, immer schlechter. Von ja, das träumen wir. Er träumt von Schuhen. Ist ein Notfall eingebeten worden. Sie muss sofort hin. Och nee, nicht schon wieder. Geht die gleich hin oder schläft die noch? Ja, alles klar. Jamie, ich glaube, du musst zur Arbeit. Tut mir herzhaft leid. Frühstück essen. Nee, hier hast du Zeit für einen Snack. Snack essen, Saft. Ja, hol dir was schnell. Oder willst du jetzt sofort weg? Willst du sofort weg? Oh Mann. Das wird nicht gut ausgehen, das verspreche ich euch so. Ja, aber ich dachte, die hat heute frei. Eigentlich hat sie auch frei. Naja. So, dann los hier, vorspulen. Jimmy, du schläfst zu lange, ist dir das klar? Nee, Jimmy, du schläfst eindeutig zu lang. So, was willst du jetzt? Du willst jetzt eigentlich nichts. Nö, nö, eigentlich geht's dir ganz gut. Dann würde ich sagen, Jimmy, malst du mal an dem Bild weiter. Fortfahren. Aber bitte zieh dich um, oder willst du schon wieder in der Unterhose kritzeln? Oh, Bett machen, das war schön. So, wie sieht's aus? Willst du wieder in der Unterhose rumkritzeln, oder beschließt du dich, mit dich anzuziehen? Na? Da war ja klar, dass er da... Hat war ja logisch, dass der in der Unterhose weitermalt. Das haben wir schon fast gedacht, ehrlich. Mann. Naja. So, aber ich finde eigentlich, er müsste jetzt mal so ein bisschen seinen Lebenswunsch erfüllen. Ich meine, er kann ja auf jeden Fall mit künstlerisch auch ein bisschen was bringen. Also eigentlich könnte er seinen Job kündigen, finde ich. Oder? Was meint ihr? Hier, komm, Haus raus und dann machen wir das rein. Ich finde eigentlich, dass er das machen könnte, so seinen Job kündigen. Weil dann könnte er wenigstens öfters malen und so. Okay, Jamie würde zwar das Geld verdienen, aber auf lange Sicht gesehen würde das ja auch ausreichen. So, Jamie kommt nach Hause und dann wird die Gute auf jeden Fall ein Snack essen. Und zwar hat sie sich verdient Eiscreme. Und dann hat sie sich auch unbedingt ein Bad verdient. Aber sowas von. Dann machen wir schneller. Lal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 a. Futter ein bisschen Eiscreme. Ach, ich mag das Vorspulen. Jimmy hat soeben ein Gemälde im Wert von 120 Simoleons fertiggestellt. Hat er. Verkaufe das Bild oder ziehe es auf die Wand, um es aufzuhängen. Ach Mensch, das ist das Bild, das sieht aber seltsam aus. Verkaufen. Kannst dein Gemälde verkaufen gehen. Und dann würde ich sagen, dann musst du zur Arbeit bald, ne? Kannst du mal... Nee, hier, kein Computerspiel. Ach, Quatsch. Kein Computerspiel spielen. Na, Mann. Snack essen. Mikrowellenfreizeit. Aber auch keine Computerspiele spielen. Sondern du futterst einen Snack und dann Hygiene. Kannst du hier... Oh. Sauber machen. Sauber machen. Aussehen prüfen. Und Zähne putzen fände ich ganz hübsch. Jo, also, dann mach mal hinne, Jimmy. Und die gute Jamie, was macht die denn? Die ist fertig und ist jetzt eigentlich bereit und muss auch heute sonst so nicht raus. Muss nicht raus. Schön. Dann, Jamie, kannst du einfach mal dein Büchlein weiterlesen. Und weiterlesen, bitte. Ach nee, du machst schon sauber. Jimmy, dann brauchst du das nicht sauber machen. Dann kannst du sauber machen, Aussehen prüfen und Zähne putzen. So. Och, Mann. Du sollst das... Ach, diese Sims. Immer diese Sims. Huch, nee. Was denn? Was denn? Na, du kannst dich da nicht hinsetzen und lesen.
Ach, oh, kannst du doch. Okay. So, was machst du jetzt? Was zum Teufel macht dann jetzt? Aussehen prüfen. Ach so, alles klar. Können Sie um 60 Titanen halten? Das Rätsel namens Bert. Huhu. Super Sache. Das Rätsel, die Rasse namens Bert. Also als Kinderbuchautor macht er schon einiges her, du. So, wann muss denn der raus? Heute um in 3 Stunden. Nur ist ja traumhaft. Aber jetzt mal ernsthaft, soll er den Job kündigen? Ich meine, eigentlich ist es ja doof. Weißt du was, du kannst dann eiskalt schon zur Arbeit gehen. Du musst jetzt nicht arbeiten, bitte komm 3 Stunden wieder. Ja, dann nicht. Jetzt habe ich das 6-mal angeklickt, super. Gemüseschnitzer. Wollen wir Jimmys Job kündigen, damit er Bücher schreiben kann und Gemälde zeichnen kann? Wollen wir es tun? So, weißt du was, wir machen das jetzt. Wir kündigen Jimmy jetzt den Job. Ich finde, er sollte erstmal seinen Lebenstraum machen. Und dann kümmern wir uns, also zuerst kümmern wir uns um Jimmy und dann kümmern wir uns um Jamie, alles klar. Wo haben wir denn hier seinen... So. Ah, um Kochunterricht teilnehmen, Drinks holen, hier Essen, Partner werden. Job aufgeben. Ist in Ordnung, Jimmy. Dann gebe bitte deinen Job auf. Ich komme jetzt wieder nach Hause, so. Huch. Das ist irgendwie nicht mein Haus. Tut mir leid. Leider nicht. Jimmy geht jetzt kündigen. Aber irgendwie muss er ja weiterkommen. Wenn er ständig zur Arbeit muss mit dieser Unterbrechung, ist das doof. So. Job aufgeben, dann beschnüffelt werden. Alles klar. Wir haben noch ein bisschen was auf Tasche. So, anschließend, wenn er zu Hause ist, Brunch essen, macht er ein Gilis. So, die Gute, ein Spiel mit Monika gewinnen. Ah, ein Spiel gegen Monika gewinnen. Weiß ich nicht. Was ist denn ihr Lebenstraum? Lebenswunsch von Jamie weltweit anerkannt. Na, Chirurgin, da siehst du also, dann musst du ja auch auf der Arbeit bleiben. Passt doch. Huch. Sicher, dass du einen Job kündigen möchtest? Ja, bin ich sicher. Jimmy Jackson hat den Mut gefunden, seinen Job zu kündigen. Ja, tut mir leid. Jimmy Jackson hat gekündigt, ist mir klar. So, du hast heute frei oder arbeiten? Du hast heute frei. Schön. Dann liest mal dein Buch. Wirst auch gleich fertig sein, ne? Richtig. Und Jimmy kommt nach Hause. Mit dem Taxi natürlich. Kostet natürlich auch kein Geld oder so. Und dann macht ihr mal was zu futtern. Lebenswunsch von Jimmy, Meister der Künste, also Bett machen. Krafttraining machen, Malerfähigkeiten verbessern. Könntest danach eigentlich mal trainieren. Warum nicht? Fähigkeit Athletiker lernen, das kannst du machen. Während der werte Herr jetzt kocht, weil er Hunger hat, ich weiß. Ich bin ein bisschen vor. Lal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 a. Aber das Gelee sieht irgendwie leicht grünlich aus. Das sieht nicht sehr, sehr gesund aus. Möchte ich jetzt mal so anmerken dürfen. Ach, deswegen klingelt denn jetzt sein Handy. Handy, Telefon stumm schalten. Zimmer anrufen, Anruf ignorieren, Dienste. Ich kann keine Anrufe annehmen, ne? Weißt du was, wir warten einfach. Dann lassen wir das raus. So, liest die immer noch? Nee, ist fertig. Ist fertig mit dem Buch. Super, ein Buch hat sie gelesen. 2 von 3 hat sie schon. Ja, schon 2 von 3? Okay. Dann soll sie das bitte weglegen. Hör, wo wir sie jetzt sind. Ist ein Notfall eingeliefert worden. Oh, nicht schon wieder. Was denn jetzt los? Katzi, was los? Oh Gott, Katzis Sozial ist wieder im Keller. Katzi freundlich beschnüffeln, freundlich betteln, gestreichelt werden, folgen. Der berühmte Gitarrenspieler Maurizio Hinterhuber hält heute ein Seminar mit dem Titel Zupfen mit Fingerspitzengefühl ab. Mach dich schnell zur Buchhandlung auf, solch ein einmaliges Erlebnis solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Okay, machen wir. Das schaffe ich heute noch. So. Jimmy. Dann gehst du als nächstes zur Buchhandlung. Wo ist die denn? Grillfest in der Nachbarschaft. Oh, okay. Polizeirevier, Rathaus, Whirlpool, Lagergeschäft, irgendwo war noch hier die Buchhandlung. Wo ist die denn? Roomies, Krankenhaus, Luftpool, Stadttheater. Ach, hier ist das Theater, was ich gesucht habe. Ach, Mensch. Hä, wo ist denn die Bücherei? Bibliothek, Polizeirevier, Stadtpark. Bin ich schon wieder zu doof, die Bücherei zu finden? Also, Dome. Wo ist denn das? Wo kommen die Lichter her?
Von hier, was ist denn da? Gedächtnisstation? Weiß ich nicht. Echter Hinterhuber Rock.